Ja, Herr Siegel, das Wichtigste in der Archäologie ist eigentlich die Dokumentation. Das heißt, das, was man weggräbt, muss man immer noch sehen können. Es muss zeigbar sein, nachvollziehbar sein. Und Sie haben hier eine ganz eindrucksvolle 3D-Dokumentation dieser Ausgrabung gemacht, wo man den Block ganz gut im Rechner sehen kann. Können Sie mir das mal zeigen, bitte? Wir haben also den Zustand der ausgeschälten Grabgrube, also Verfüllung von 1934, entfernt, hier als Punktwolke, schon mit einer entsprechenden Texturierung, dass man Farbunterschiede erkennt. Und es bietet uns die Möglichkeit, sozusagen den Zustand, so wie wir ihn haben, dreidimensional dauerhaft zu erhalten und außerdem alle erforderlichen Daten, die wir zum Beispiel für eine 3D-Dokumentation brauchen, hier daraus zu entnehmen und weiter zu verarbeiten. Und wenn ich es richtig sehe, dann können Sie ja daraus, aus diesen ganzen Aufnahmen sogar die Grabgrube rekonstruieren? Genau. Wir haben also jetzt schon mal als Arbeitsstand, soweit wie die Grabgrube ausgegraben ist, hier eine dreidimensionale Rekonstruktion. Man kann das Ganze drehen und wir sehen hier zum einen den oberen, flachen, aber größeren Bereich der Grabgrube und daraus hervorgehend diesen schachtartigen Teil der Grabgrube, in dem sich die Bestattung befand. Und die Farbunterschiede, die wir jetzt hier aufgebracht haben, Moment, so, die erklären sich so, alles was grün eingefärbt ist, da haben wir tatsächlich Dokumentationsdaten auf unterschiedlichem Wege gewonnen. Das sind im oberen Bereich zum Beispiel diese Daten der Messungen und im unteren Bereich dann diese Punktwolke. Und der rote Bereich ist der Leitungsgraben, da fehlen uns im Grunde genommen tatsächliche Daten. Und da haben wir, deswegen ist es als Rekonstruktion auch kenntlich gemacht, dann zum Teil durch Spiegelung für den unteren Bereich beziehungsweise durch Ergänzung die ganze Sache vervollständigt, damit wir einen optischen Eindruck bekommen. Das heißt also, wenn Sie das jetzt nochmal drehen, dann sieht man sehr schön, dass die Grabgrube wie so ein Trichter war. Und dort unten praktisch saß die Schamanin mit dem Rücken an die Wand gelehnt, mit den Beinen an die andere Seite, mit angezogenen Beinen. Und oben diesen großen Trichter kann man sich daraus erklären, dass es einfach einfacher ist, in die Tiefe zu kommen. Nicht? Man gräbt es oben weg. Und man muss sich mal vorstellen, dass man mit ganz einfachen Hacken aus Hirschgeweih vermutlich dieses harte Sediment weghackte. Das war also eine enorme Arbeit. Wie viele Kubikmeter sind das etwa? Wie lang schätzen Sie, dass man braucht, um so eine Grabgrube zu graben? Naja, das hängt ein bisschen davon ab, auch mit wie vielen Leuten man gräbt, wie die Bodenverhältnisse sind. Aber die Art und Weise, wie man es angelegt hat, gibt ja zumindest die Möglichkeit, dass man im oberen Bereich durchaus mit 3 bis 4 Personen gräbt. Unten kann man dann maximal noch mit 1 bis 2 Personen graben. Aber es wäre durchaus vorstellbar, dass bei entsprechendem Einsatz man in 1 bis 2 Tagen die Grabgrube ausgehoben hat. Das ist jetzt eine Zusammenfassung, eine Übersicht verschiedener Grabungssituationen, verschiedener Planer, um diese Situation einmal auf einen Blick darzustellen. Ja, das ist ja fantastisch. Und die Linien, das sind die Schnitte, die Sie dann durchgemacht haben. Genau. Es ist uns tatsächlich gelungen, insgesamt noch 4 bzw. 3 Profilschnitte zu bekommen. Wir haben also ein Querprofil durch die Grabgrube, was nur durch den Leitungsgraben unterbrochen wird und auch hier entlang der Flanke bzw. Böschung des Leitungsgrabens haben wir auch noch mal ein Profil durch den oberen Bereich der Grabgrube. Und wenn ich es richtig sehe, dann haben Sie dort, wo Sie keine Unterschiede sahen, eben nicht nach natürlichen Schichten gegraben, sondern im Planer. Ja. Und in dem Moment, wo Sie Farbunterschiede sahen, haben Sie in natürlichen Schichten gegraben. Also eine ganz gute Technik eigentlich, wo man die meisten Informationen erzielt. Genau, wir haben also versucht, uns letztendlich an die Gegebenheiten der Befunderhaltung bzw. der Möglichkeiten dessen, was wir sehen, anzupassen. Wirklich eine exzellente Grabung. Schauen wir uns mal die Grabgrube näher an. Vielleicht können Sie mir mal ein paar andere Bilder noch zeigen, die Sie hier erfasst haben. Ja, also ich glaube, ganz interessant wäre beispielsweise die Situation im Block. Was wir also sehen, ist ein Messbild dieses großen Blockes, und zwar auf dem obersten Niveau. Und man erkennt eigentlich nur dunklen Boden, ein paar Gerölle, ein paar Bioturbationen, also sprich Tiergänge, aber letztendlich kein Befund. Und wir hatten da verschiedene Verfahren angewendet, um irgendwie eine Möglichkeit zu finden, etwas sichtbar zu machen und eine Möglichkeit
war, dass wir eine Thermografie gemacht haben. Das heißt also, wir haben diesen Block, diese Oberfläche kontrolliert aufgeheizt auf 38 Grad Celsius und haben dann mit einer Wärmebildkamera Aufnahmen gemacht in den Abkühlphasen. Das ist sozusagen die Fläche eine Minute nach dem Aufheizen. Und hier zeichnen sich dann diese Sedimentunterschiede aufgrund des unterschiedlichen Wärmespeichervermögens sehr gut ab. Man sieht also hier sehr schön diese große Anomalie ganz deutlich im Block. Und das ist letztendlich eine Situation, die wir dann auch flankierend durch die anderen Verfahren bestätigen konnten. Ja, das ist, als würde man im Nebel die Nebelscheinwerfer anmachen und plötzlich doch etwas sehen. Man sieht nicht alles scharf, aber man sieht genug, um auf Sicht fahren zu können. Ja. Ja, haben Sie noch weitere Bilder? Ja, ich gehe noch mal ganz kurz auf den Übersichtsplan. Also im Grunde genommen dieses Profil, das Profil CD, das ist also das, was wir uns auch vorhin im Blog angeschaut haben. Das ist noch mal das Foto. Man sieht diese obere Schicht. Wir erkennen im unteren Bereich die Störung sehr gut. Wir erkennen ein bisschen diesen schachtartig eingetieften Bereich der Grabgrube. Aber oben fehlt uns natürlich eine Verfärbung. Wir haben dann hier zum Beispiel durch die Umwandlung in ein Schwarz-Weiß-Bild zumindest es hinbekommen, dass wir Schichtverläufe grob sehen können. Und dann sehen wir hier zum einen diese dunkle Schicht als Füllschicht, die sich hier bewegt und in die Grabgrube, in diesen schachtartigen Bereich zieht. Hier haben wir dann leider mal eine Störung, die durch eine Wurzel verursacht. Und hier haben wir dann noch einen stärker durchmischten Bereich. Und wenn man das jetzt noch mal sich im Vergleich zu unserer Suszeptibilitätsmessung betrachtet, also die Magneteigenschaften der Sedimente, das ist eine Rasteraufnahme, wo man in 2,5 cm Abstand Messungen gemacht hat. Also es ist im Grunde genommen sehr eng, um eine gute Auflösung zu bekommen. Die Werte liegen nicht allzu weit auseinander. Das heißt, die Magneteigenschaften sind sehr ähnlich dieser Sedimente. Deswegen gibt uns die Grafik noch keine große Auskunft. Wenn man das Ganze dann im anderen Verfahren darstellt, wird es deutlicher. Hier hat man die Grenze der schachtartigen Grube. Das ist die Störung. Hier läuft unsere Geröllsohle. Und hier haben wir wieder diese Füllschicht, die hier in die Grabgrube reinzieht. Und das ist der durchmischte Bereich im Außenbereich. Und hier wäre die Grenze dieser Grube nach oben. Es ist ja toll, weil jetzt mit den verschiedenen Verfahren, die Sie übereinander legen, können Sie das, was wir schon gesehen haben, bestätigen. Das bedeutet, man hat eine große trichterförmige Grube. Man macht erst eine große Fläche. Und von der Fläche, die man abträgt, geht man dann runter, schachtartig, um die Schamanin und ihr Kind dort reinzusetzen. Man will eine gewisse Tiefe erreichen. Und dass man dazu großflächig ausgräbt im oberen Teil, ist eigentlich erstaunlich. Und haben wir nicht erwartet, ist aber auch nicht verwunderlich, ist es im Grunde logisch, nicht, dass man tiefer kommt. Aber dass Sie das so klar und deutlich zeigen können hier, das ist natürlich fantastisch, denn man muss sagen, mit den normalen Methoden hätten wir nichts gesehen und hätten das nicht entdecken können. Und ist es nun so, dass in dieser Grabgrube auch noch Funde zutage treten, die das bestätigen? Ja, wir haben im Grunde genommen auf allen Höhen- bzw. Tiefenniveaus in der Grabgrube noch Material, was wir den Bestattungen bzw. dem Grabinventar zuordnen können. Ja, das ist ja spannend, weil es ja bedeuten würde, sie hat vielleicht ihr persönliches Equipment dabei, eine persönliche Schmuckausstattung oder ähnliches. Und wenn wir so eine große Grube haben, die so weit ausgedehnt ist, finden vielleicht wir auch Dinge, die einfach reingeworfen werden, als eine Art Opfer, die man ihr beigibt, wie heute noch Menschen bei Bestattungen Blumen ins Grab werfen, die gar nicht dem Toten ursprünglich gehören. Die Möglichkeit ist gegeben. Wir müssen dann im Einzelfall natürlich noch mal abgleichen, inwiefern Funde auch durch diese Wühltiere weiter verlagert sein können. Naja, wir haben ja schon gesehen, dass das so praktisch so große Löcher gibt von Hamstern oder Mäusen, wo dann die Funde weiter verzogen sind. Das wird man aber rausbekommen und analysieren können. Aber jetzt ist mir klar, warum man da ein Jahr lang daran gräbt, weil das dann doch extrem aufwendige Messverfahren sind. Es ist einer der wichtigsten Funde, den wir überhaupt je gemacht haben. Und da lohnt es sich natürlich, so genau zu sein. Denn ansonsten würde man blind graben ohne Scheinwerfer und dann würde man gleichsam eines der wichtigsten Gräber der mitteleuropäischen Vorgeschichte zerstören. Und das wäre ja, eine Verletzung unserer Kernaufgaben, nämlich die Bewahrung unserer kulturgeschichtlichen Schätze. Musik.